Hallo und herzlich willkommen bei Noob, dem Let's Show, wo ich mich auch für wieder größte Noob. Heute spielen wir NCIS 3D, basierend auf der TV-Serie. Yo, das Spiel gibt's für sämtliche Konsolen. Ich hab's mir für 3DS geholt, es hat nur ein paar Euro bei Amazon gekostet. Ich mag NCIS total, bei uns heißt es Navy CIS oder auch Navy NCIS. Das wollte ich eigentlich noch anbringen, bevor wir jetzt anfangen. Das ist nämlich falsch ausgesprochen eigentlich. Weil NCIS steht für Naval Criminal Investigate Service, also NCIS als Abkürzung. Bei uns heißt es aber NCIS, wobei quasi hier das N für Navy steht. Also heißt es Navy CIS, wo dann das Navy quasi für das N fürs Navy steht, was aber grundlegend falsch ist. Und in Amerika heißt es schon seit 2004, also die Serie gibt es seit 2003 und in Amerika heißt die Serie seit 2004 eigentlich schon längst NCIS. Komisch. Aber was auch lustig ist, was ich jetzt durch den Wikipedia-Artikel, den ich mir vorher durchgelesen habe, gemerkt habe, dass es die meistgesehene Fernsehsendung in Amerika ist aktuell, Stand 2014. Das kann nicht sein. Oh, 2013. So, wir fangen jetzt hier ein neues Spiel an, das Spiel, ich habe mir schon Reviews durchgelesen, soll relativ gut sein, aber leider kurz. Deswegen, ja, fangen wir jetzt einfach mal an, ich bin echt gespannt, was auf uns zukommt. Und wie das Spiel sein wird. Ich habe jetzt nur den oberen Screen genommen. Ich hoffe mal, wir verpassen dadurch nichts. Ich kann unten Geschlecht wählen, männlich oder weiblich. Ich nehme jetzt mal männlich. Ist die Auswahl korrekt? Jupp. Es tut mir leid. Okay. Biffs Café. Willkommen bei Biffs Café. Bei uns ist der Kaffee stark und der Service klasse. Oder war es umgekehrt? Was kann ich für Sie tun? Kaffee, Tee? Entscheiden Sie sich, Schätzchen. Die Schlange hinter Ihnen wird nicht kürzer. Coffee Run. Achso, ich soll... And don't forget Gibbs. Also ich soll jetzt quasi viermal Kaffee holen, oder? Für Dinoso, McGee und Siva und Gibbs. Kaffee besorgen für Dinoso, McGee, Siva und Gibbs nicht vergessen. Na los, Schätzchen, Sie müssen den Kaffee besorgen, richtig? Dabei geht es doch nicht um Leben und Tod. Warum lädt es jetzt schon wieder? Ah, wir sind der Kaffee holen darf, das ist toll. Teamraum, 30 Minuten zuvor. Wie nennen wir den Frischling? Bleistiftbeißer? Neuling Wan Kenobi? Gipsfutter? Wie wäre es einfach mit Neuling? Sei kein Spielverderber, Mac, langweilig. Ich verstehe das nicht. Was ist denn so falsch daran, unser neues Teammitglied bei seinem richtigen Namen zu nennen? Richtiger Name? Waren meine Anweisungen so schwer zu verstehen? Lass ihm seinen Spaß, Siva. Vielleicht lässt er uns dann für eine Weile in Ruhe. Ja, mit den Stimmen tue ich mir echt schwer, weil ich die Stimmen eigentlich von der Serie total mag. Ich mag die eigentlich gar nicht anders vorlesen, ganz ehrlich. Schwierig. Frischling. Geht nicht, denn Siva auch noch als Frischling? Wie wäre es mit Frischling 2, die Rache? Ich höre gar nicht hin. Wir könnten einfach Junior nennen. Einfach elegant. Und doch erniedrigend.
Ich sollte das wissen. Mein Vater nannte mich schließlich ständig so. Cool, jetzt kann ich auswählen. Zwischen Entschuldigung, bin ich hier richtig und melde mich zu Dienst. Ich nehme melde mich zu Dienst. Das klingt sicherer. Melde mich zu Dienst. Genau der Teufelskerl, auf den wir gewartet haben. Kommen Sie rein, Junior, und machen Sie es. Sich bequem. Aber fassen Sie auf meinem Schreibtisch nichts an. Willkommen beim MCRS. Wie ich höre, sind Sie unser neuer Agent auf Probe. Tim McGee zu Ihren Diensten. McGee, glaube ich, war schon richtig, ja. Ich bin Agent Siva David. Sie haben wahrscheinlich schon von mir gehört. Ich bin Special Agent Tony Dinoso, auch bekannt als Agent Wunderbar, der Löwe der Gesetzeshüter, das hohe Tier. Beachten Sie ihn nicht, er will Sie nur auf die Piste bringen. Palme, Siva, Palme. Und ich begrüße nur in guter alter NCRS-Manie. Also, junger Jedi-Ritter, als neuestes Mitglied des Teams brauchen Sie einen Spitznamen. Frischling 2 ist irgendwie langweilig. Ich wäre eher für MacDepp, aber der ist schon vergeben. Ich gebe ihn gern zurück. Wir könnten sie Herz aus Eis nennen, aber Ziva wird dann vielleicht eifersüchtig. Pass auf, was du sagst, Tony. Wie wäre es mit einem kleinen Test? Wir schicken sie Kaffee holen. Wenn sie die Bestellung richtig aufgeben, dürfen sie selbst entscheiden, wie wir sie nennen sollen. Wenn nicht, dann bin ich für Neuling. Ist das in Ordnung? Habe ich denn eine Wahl? Nicht wirklich. Also gut, Leute, was wollt ihr haben? Ich hätte gerne einen Bären-Mango-Smoothie. Grünen Tee. Ich versuche gerade weniger Kaffee zu trinken. Ich nicht. Ein Double-Iced-Mocha mit Schlagsahne und einem extra Löffel Zucker. Double-Iced-Mocha Large. Ah, und vergessen Sie nicht, vergibst das Übliche zu bestellen. Ja, vergessen Sie das bloß nicht. Wenn Gibbs seinen Kaffee nicht bekommt, wird er ziemlich... Ich glaube, es heißt unausstehlich. Haben Sie alles? Das hoffe ich doch für Sie. Dann beim Kaffee holen geht es um Leben und Tod. Okay, und jetzt stehen wir da beim Kaffee holen. Also von dem Feeling, das man bei NCS hat, ist auf jeden Fall schon mal im Spiel gut drin. Es ist aufgebaut wie ein normales Point-and-Click-Adventure-mäßig, so Phoenix Wright-like. Finde ich echt gut. Bis jetzt, mal schauen. Dabei geht es doch nicht um Leben und Tod. Oh doch, das geht es. Wissen Sie, was NCIS-Team normalerweise bestellt? NCIS, FBI, DOD, AS, PCA. Als würde die einen Haufen Buchstaben an die Wand schmeißen und sehen, was hängen bleibt. Sie müssen mir schon sagen, was Sie bestellen wollen. Sagen Sie mir, was Sie bestellen wollen und geben Sie mir den Namen der Besteller, dann schreibe ich Sie auf die Becher. Was notierst du dir für McGee? Ja, der McGee wollte einen grünen Tee haben. Alles klar, einen grünen Tee. Da versucht wohl jemand weniger Kaffee zu trinken, was? Sie haben es erraten. Und was wollte Siva gleich nochmal? Also, wir haben ja Bananen-Erdbeer-Smoothie. Sie wollte auf jeden Fall einen Smoothie. Scheiße, ich weiß nicht mehr, ob es der Bären-Mango-Smoothie ist. Also, wir haben Bananen-Erdbeer-Smoothie, doppelter Espresso oder Bären-Mango-Smoothie. Leute, was war's? Ihr habt das gerade gesehen, hä? Wenn es Mango gewesen wäre, wäre ich ausgetickt. Also, ich schätze mal, es war ein Bananen-Erdbeer-Smoothie. Sie scheinen sich nicht sicher zu sein. Wollen Sie sich die Karte nochmal ansehen? Ah, das ist falsch. Dann war es doch der Bären-Mango-Smoothie. Kommt sofort. Das hier ist bei den Damen beliebt. Hat es echt in sich. Okay, und was wollte Dinoso gleich wieder? Ein Double-Eis-Mocker-Schlagsahne extra Zucker-Large. Das längste. Kein Malzbier und kein heißen Cappuccino. Oh je, der Typ ist echt ein harter Brocken. Ich werde die Bestellung nicht noch mal einholen, aber keine Sorge, ich habe alles eingegeben. Der letzte ist für Gibbs. Jetzt kommt's drauf an. Oh Gott. Kaffee Latte, Kaffee Schwarz oder Eiskaffee mit Milch? Okay. In der Serie sagt das bestimmt. Aber ich weiß es leider nicht. Also es ist bestimmt kein Eiskaffee mit Milch und ich schätze nicht, dass es eine Kaffee Latte ist. Nehmen wir jetzt mal einen Kaffee Schwarz. Alles klar, hier ist Ihre Bestellung. Danke für Ihren Besuch bei Biss Kaffee. Nächstes Mal sollten Sie lieber vorher anrufen, das spart Zeit. Der nächste.
Oh Gott. Jetzt hoffe ich, jetzt haben wir alles richtig. Teamraum, 10 Minuten später. Unglaublich, Juno hat es geschafft. Sogar der extra Zucker hat er gedacht. Sei froh, Toni. Niederlagen sollten ziemlich bitter schmecken. Abgemacht ist abgemacht. Der Agent darf sich einen Spitznamen aussuchen. Also gut, was soll's? Was soll's? Sagen Sie schon, wie sollen wir sie nennen? Cool, ich darf jetzt einen Namen eintippen. Finde ich cool. Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen frei. Ja, das ist ja wohl perfekt, oder? Tada! Ja, wir speichern das Spiel. Yep. Speichern abgeschlossen. Wirklich? Dessen ist? Ha! Aber die Spitznamen, die ich mir ausgedacht hatte, waren viel cleverer. Sei nicht so eingebildet, Dinoso. Guten Morgen, Boss. Ich hab Kaffee für dich geholt. Dinoso deutet auf den Kaffee, den du für Gips bestellt hast. Jetzt kommt's. Du hast mir Kaffee besorgt, Dinoso. Warum hält dann Agent Desnes den Beleg in der Hand? An die Arbeit. Was haben wir hier? Toter Navy Reservist bei Sigma Works Technologies. Sigma Works Technologies? Das ist ein Zulieferer der Marine. Sie bauen Schiffe. Da ist wohl jemand leckgeschlagen. Ich weiß, das ist Ihr erster Tag, aber wir müssen einen Mordfall lösen. Sind Sie bereit, Agent Desnes? Ja, klar. Aber klar doch, ich habe gar keine andere Auswahl. Gut, los geht's. Also ich finde das Spiel echt schön gemacht, muss ich sagen. Man kann es echt günstig kaufen und ich glaube, dass der Unterschied jetzt bei dem Spiel zum 3DS-Spiel, zum Wii-Spiel, glaube ich, zum Wii U oder zum... Das gibt es, glaube ich, sogar auf Xbox, den... Also es ist wirklich topfig gemacht, ja, aber... Also von der Aufmache her nicht aufwendig, aber ich finde, das bringt den Charme auf jeden Fall vom Spiel rüber. Und den Untertitel nach der Story aus der Serie finde ich auf jeden Fall passend. Das nenne ich einen harten Tag im Büro. Einzelne Schusswunde aus kurzer Entfernung. Der Schuss wurde letzte Nacht um 14 Uhr gemeldet. Ne, 1.44 Uhr, Entschuldigung. Warum passieren schlimme Sachen immer mitten in der Nacht? Auch gute Sachen passieren nachts. Eines Tages, McGee. Nur nicht die Hoffnung verlieren. Ich habe mit den Sicherheitsleuten gesprochen. Sie haben mir eine Akte zu dem Opfer. Oscar Brandt, Chefkonstrukteur bei Sigma Worlds Technologies. Was hat er denn entworfen? Bestimmt keine Inneneinrichtungen. Wer hat bloß diesen Teppich ausgesucht? Sigma Worlds Technologies baut ultramoderne Schiffe. In der Akte steht, dass Brent ein Waffenspezialist der Navy war. Ein neues Objekt wurde in einer Fallakte hinzugefügt. Haben wir da Fallakten? Warte, einen Moment. Hilfe! Aha, was ist das? Speichern, laden, Story, Gips, Regeln, Bericht, Einstellungen, Mitwirken. Die gehen wir mal auf Gips, Regeln. Ach, die muss man freispielen. Cool. Okay, Bericht. Ist bis jetzt, oder? Ah, hier sehen wir unsere Punkte oder ähnliches. Story. Einstellung, was können wir da machen? Musiklautstärke und so. Es ist komisch, dass es immer laden muss zwischendrin.
Oh, wir haben aber hier noch andere Symbole zum Andrücken. Hier gibt es einmal mit so einer Person drauf. Wir haben mit dem Fall Oscar Brandt. Chefkonstrukteur und Navy-Reservist, er wurde in seinem Büro Sigma Bros Technologies getötet. Und Beweise, da haben wir aber noch nichts drin. Okay. Also es ist vom Layout, es ist sehr wie Phoenix Wright angebaut. Also wie die Ace Attorney-Reihe. Oder Gyakuten Cybern, wie ihr wollt. Der Alarm wurde um 1.40 Uhr ausgelöst. Das war 4 Minuten vor dem Schuss. Vielleicht ein Einbruch? Wenn es ein Einbruch war, dann haben die Diebe viele sehr teuer aussehende Geräte zurückgelassen. Auch keine Anzeigen für gewaltsames Eindringen. Wie es scheint, war Brandt wohl auf der Flucht. Es scheint vor etwas Angst gehabt zu haben. Ducky ist auf dem Weg hierher. Wir müssen den Tatort untersuchen. Wissen Sie, wie das geht, Dennis? Keine Ahnung. Könnten Sie es mir zeigen? Nein, Dinoso. Wird gemacht, Boss. So, Grünschnabel. So untersuchen wir Senior Agents Tatorte. Das Ziel ist es, sämtliche Beweise im Raum zu finden und zu sichern. Jeder Tatort hat mehrere Orte, die wir untersuchen müssen. Sie sollten sie alle überprüfen. Wenn Sie an einem Ort sind, dann sehen Sie sich gut um. Beweise können an den ungewöhnlichsten Stellen auftauchen. Fotos von bestimmten Beweisen zu machen ist auch wichtig, dessen. Hier ist eine Kamera. Es muss keine Glanzaufnahme sein, nur gut genug, damit das Labor was damit anfangen kann. Siva und ich werden den Tatort gemeinsam mit Ihnen untersuchen. Fragen Sie uns, wenn Sie nicht weiterkommen. Haben Sie alles verstanden? Klar. Natürlich. Ich kann nämlich gut erklären. Fertig, Dinoso? So fertig wie ein Truthahn an Thanksgiving. Wieso seid ihr dann noch nicht dabei, den Tatort zu untersuchen? Man sagt, Arbeit ist Mord, aber ich würde nicht gerne im Büro abgemurkst werden. Nicht witzig, Tony. Okay, Dennis, suchen Sie das Gebiet ab, drehen Sie wirklich jeden Brocken um. Es heißt Stein, Siva. Was ist der Unterschied? Es heißt ja auch nicht Brockenmetz, sondern Steinmetz. Na dann, viel Glück. Ich weiß, dass es Ihr erster Mordfall ist, also vergessen Sie nicht, Mittagspause zu machen. Die Familie des Opfers braucht Antworten. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Okay, jetzt dürfen wir in den Tatort untersuchen. Kann ich mich da bewegen oder so? Also ich habe jetzt 4 Kreise auf dem unteren Bildschirm. Ich kann mich nicht bewegen. Ich drücke jetzt mal auf den ersten Kreis drauf. Ah, das sind quasi die Stellen, wo man Sachen finden kann. Ah, und ich kann jetzt hier auf dem unteren Bildschirm so rumtatschen. Wie cool ist das? Das ist mal sau cool. Seht ihr das? Ich habe unten eine Leiste, die kann ich hin und her schieben und so kann ich mich umschauen. Wenn wir jetzt da rüber gehen und dann mit dem Pfeil da drauf und dann auf die Hand. 9 mm Hülse. Der Schütze hat seinen Müll nicht weggeräumt. Entweder war es ihm egal oder er hatte keine Zeit. Der Schütze hat wohl von hier aus geschossen. Aus kurzer Entfernung. Das deckt sich mit der Eintrittswunde an der Leiche. Keine weiteren Einschussstellen. Ein Schuss, ein Mord. Wir nehmen sie mit und sehen sie uns genauer an. Cool. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Okay. Was können wir noch finden? Wir haben hier einen Rekorder. Hier sind Bilder. Hier sind Bücher. Alles, was leuchtet, schätze ich, kann ich andrücken. Hey, schöner Flachbildfernseher. Ist das ein 52 Zoller? Sieht viel größer aus als deiner. Es kommt nicht immer auf die Größe an. Ja, red dir das noch ein, Toni. Okay,
Also wir müssen echt alles untersuchen. Dann gehen wir mal mit den Boxen weiter. Lautsprecher sehen ziemlich schwer aus. Ich wünschte, ich hätte ein paar dieser Jungs auf meinem Schreibtisch stehen. Toni, du bist doch schon so laut genug. Die Dialoge. Dann haben wir hier, das sind Bücher? Ne, das ist doch so Stereoanlage, oder? Stereoanlage. Brands Stereoanlage. Ich frage mich, was für Musik ein Waffenspezialist so hört. Öffnen wir mal das CD-Fach und schauen wir rein. Slowenische Polka? Soll ich mal auf Play drücken? Toni, lass die Finger davon. Na gut, ich will das auch nicht hören. Bei so einer Musik wundert es mich nicht, dass Brent zum Brötchen verdienen Waffen entworfen hat. Eine neue Gipsregel wurde hinzugefügt. Schauen wir uns mal die Gipsregel an. Wir haben den Beweis hier gefunden. Und warte, Gipsregeln waren hier in dem Menü. Komme ich jetzt aber gerade nicht rein. Das können wir dann quasi im Nicht-Suchmodus dann schauen. Genau, und hier hatten wir. Da gibt es nichts zum Drücken. Den Fernseher hatten wir schon. Mal schauen. Nein, hier haben wir alles. Gehen wir zurück zur Map. Und drücken mal auf den zweiten Schauplatz. Okay, was haben wir hier alles? Gehen wir ganz alles durch. Hier ist erstmal ein Sicherheitsausweis oder ähnliches. Ein laminierter Ausweis. Gute Arbeit, das ist. Er liegt neben der Blutspur. Brands Blutspur? Brands Blut? Sieht fast so aus wie die Ausweise, die wir beim NCIS benutzen, um durch den Haupteingang zu gelangen. Vielleicht können die Sicherheitsleute herausfinden, wann er zuletzt benutzt wurde. Bingo. Wem gehört er? Auf dem Ausweis steht der Name von Richard Brever. Er ist der stellvertretende Vorsitzende von Sigma Wurz Technologies. Wir sollten Richard Brever vornehmen. Na, wer hat hier langsam den Dreh raus? Ja, wir werden bald ein Wörtchen mit dem Vizevorsitzenden reden. Wir nehmen diesen Ausweis als Beweisstück mit. Ja. Beweisakte hinzugefügt. So, schauen wir uns weiter um. Der ist ja jetzt weg, der Ding. Dann haben wir hier auf jeden Fall Blut. Haben wir den Kaffeebecher. Ist der von Gibbs? Und es steht als die Blutspur und da hinten liegt. Was jetzt immer erstmal das Blut. Wow, seht euch mal diese Blutspur an. Sieht aus wie ein Bild von Jackson Pollock. Du bist heute besonders morbide, Toni. Sieht fast so aus, als wäre er durch das Zimmer gekrochen, nachdem er angeschossen wurde. Dessens machen Sie bitte ein paar Fotos von dieser Blutspur. Ah, jetzt kann ich aufs Foto drücken. Cool, jetzt kann ich mit dem 3DS, wenn ich den bewege, Bilder machen. Machen wir doch, So, perfekt. Ein neues Objekt wurde der Beweisakte hinzugefügt. Blutspur. So, da haben wir noch hier das gefunden. Ein altmodischer Füllfederhalter. Man sagt, der Stift sei mächtiger als das Schwert. Das gilt wohl nicht für tödliche Schusswunden. Okay, und hier haben wir noch den Kaffee.
Ein Pappbecher mit Kaffee. Wissen Sie noch, was Gibbs immer über Kaffee sagt? Nun, Desnes weiß jetzt, dass Gibbs seinen Kaffee gern schwarz trinkt. Das und Regel Nummer 23. Stell dich niemals zwischen eine Marine und seinen Kaffee, wenn du am Leben bleiben willst. In diesem Fall ist Brent natürlich schon tot. Super Witz, super. Okay. Eine neue Gipsregel wurde freigeschaltet. Das war jetzt dieser Schauplatz. So, also ich würde jetzt sagen, wir hören jetzt an der Stelle auf. Wir haben jetzt schon viel gesehen. So vom Untersuchen her stelle ich mir das weiter vor. Vom Verhören her stelle ich mir das halt wieder so vor, wo man einzelne Fragen aussuchen kann. Ich finde es echt gut angehalten. Was viele im Internet geschrieben haben, das wird wahrscheinlich das Defizit von dem Spiel sein, dass es schnell zu Ende ist. Also anscheinend gibt es entweder nur diesen Fall oder nur 2, 3 oder so. Ist relativ schade. Ich werde es auf jeden Fall bis zum Schluss spielen. Ja, wenn ihr übrigens Ideen habt, was ich noch so nooben kann, schreibt es mir natürlich gerne in die Kommentare, dann werde ich mir mal das Spiel anschauen, vielleicht zulegen und nooben. Sollte natürlich, wenn möglich, für Nintendo sein. Wir sollten ja immer bei dem Thema bleiben. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!